Ja. Na? Hast du auch schon den Fisch der Woche gefangen, Alden? Ich teste gerade. Aktueller Fisch der Woche hier am Ladoga. Da kommt auch wieder was. Oh, die Ripusmarine. Ja, holt raus die Ruten. Alter, shit, hier habe ich den Clip. Holt raus die Ruten und ballert rein die Köder. Ah, ich habe hier den Clip nicht eingestellt. Es gibt mal wieder einen Clip. Kommen wir natürlich auch noch gleich zu. Zack. Und ja, aktueller Fisch der Woche. Das heißt, wenn ihr noch nicht gesehen habt, es gibt natürlich für die Standalone-Zocker wieder mal einen Fisch der Woche, den man beangeln kann. Und zwar in diesem Fall diese Woche die Ripusmarine. Also geangelt werden kann bis zum 21. Und ja, Petri, ne, zieht raus. Und dann muss man ja mit dem Count, mit dem man sich quasi, mit dem man auch den Fisch geangelt hat, mit dem man dann ja auch im Forum sich verbunden hat, das Bild posten von seiner gewaltig riesengroßen Ripusmarine, Alden. Ja, und dann kann man abkassieren. Dicke, fette Matchroute gibt es, glaube ich, diese Woche. Für den Gewinner. Für den Gewinner der schwerste Fisch, die dickste Ripusmarine. Ja, ich teste jetzt hier schon seit der Nacht, seitdem es dunkel war. Und habe hier gerade erstmal ein bisschen probiert, auch auf Match, auf Pose. Und habe zwei Ruten auf Grund gehabt. Die waren dann allerdings auch die beiden, die effizient und effektiv waren. Da hat es sich gelohnt. Diese eine Rute, wo ihr jetzt gerade den Clip vergessen habt, die habe ich jetzt gerade erst umgebaut. Also auf Pose finde ich es im Moment gerade nicht so sexy, zumindest hier von der Position aus. Ich hatte es gestern Abend schon mal kurz probiert, ob da nicht was geht vom Boot aus mit der Stippe. War auch okay, aber da müsste ich jetzt erstmal noch ein bisschen weiter rumgurken hier über den See und ein bisschen Position suchen. Wenn du eine Pose kennst, vielleicht einfach mal unten mit in die Kommentare schreiben, wo man da schön mit der Stippe auch welche rausziehen kann. Wäre nicht so schlecht. So, da geht der nächste ab. Oh, jawohl, zieht auch ein bisschen. Ja, ich hatte gerade die Montage übelst fein eingestellt. Ganz fein mit 2,8 Kilo Vorfach. Auch jetzt muss ich gleich nochmal gucken. Ich habe jetzt auf der dritten ganz rechts, die werfe ich gleich nochmal neu aus. Da habe ich dieses Vorfachsmaterial mal verwendet. Oh, guck mal hier, ey. Das ist nicht so ganz das, was wir hier suchen. Vorfachsmaterial, auch nicht schlecht, wenn das denn funktioniert. Also, ziehen wir mal eben wieder rein. Erstes Rotauge. Erstes Rotauge. Bisher noch kein Schnickschnack irgendwie gehabt. So, gucken wir mal eben hier ins Setup rein. Hier bin ich gerade unterwegs mit einem Achterhaken. Immer noch relativ klein hier. Eintagsfliegenlarve. Mua. Lecker Eintagsfliegenlarve. Und dann habe ich jetzt hier dieses geflochtene, getarnte Vorfachsmaterial genommen. So ein bisschen dieses rötliche. Ich werfe jetzt hier erstmal aus, beziehungsweise ich klippe erstmal das Ganze hier auf 35 Meter. Und dann hier Richtung Leuchtturm. Und raus mit dem Otto. 40 Gramm Blei, 45% aufgeladen. Man sieht, bäm, die Schnur geht richtig schön steil runter. Denn wir stehen hier auf 61,33. Das ist hier die Stelle auf der Insel. Am Ladoga natürlich, wenn es um die Ripusmarine geht. Und dann ballern wir hier so rein in die Area.
Ja, wenn wir mal so in den Kescher reinschauen, so sieht es aus bisher. Sehr ripusmaränig. Ganz gut also. Allerdings bisher die größten beiden waren diese. Finde ich aber gar nicht so schlimm, weil ich habe ja relativ klein und zart angefangen. Das heißt, ich habe mit 2,8 Kilo Vorfachmaterial oder Vorfach angefangen. Mit 2,8 Kilo Ultra Braid. 12er Haken. Damit habe ich angefangen. Und dann habe ich mich langsam jetzt gesteigert auf etwas größere Haken. Und bin jetzt hier mittlerweile bei einem 6er und auch, nee, 6er, nee, 8er, 6er und 4er Haken angekommen. 6er kann das. Hier ist der 4er, genau. Und hier müsste dann noch der 8er sein. Genau. Und dann testen wir uns da nochmal weiter durch. Die Frage ist einfach, was ist der Idealhaken, damit man eine mächtig große Ripusmaräne rausziehen kann? Bäm! Und dann natürlich auch easy. Das Wettangeln diese Woche gewinnt. Ich bin außen vor. Ich zocke auf dem Steam-Account kein Standalone. Von daher bin ich raus. Das heißt, ich kann jetzt hier genüsslich meine Super-Trophy rausziehen und ihr habt immer noch die Chance, ihr habt immer noch die Chance zu gewinnen. Finde ich fair. Hauptsache, ich habe das Ding mal irgendwie als Trophy gefangen. Reicht mir gänzlich. Ja, so ist der Stand der Dinge. Gerade ging es in der Nacht so lala. Es war ganz okay, aber nicht richtig gut. Und in den Morgenstunden ging es auf jeden Fall deutlich besser. Guck mal, jetzt geht es hier auch auf diesen Vorfachmaterial, beißt auch was rein. Hier auf A2 war auch schon ein kurzes Gebimmel. Gucken wir mal. Es müsste eigentlich, wenn die so 1, und fast 2 Kilo schwer sind. Das Ding müsste eigentlich richtig gut reinziehen, ne? Da müsste wirklich Druck drauf sein. Und das hier ist ja alles nichts, ey. Ich habe hier die Bremse auf. Ja gut, ich bin jetzt hier mit viel zu großem Setup. Ich hätte auch hier schön. Vielleicht ändere ich das gleich einfach nochmal. Weißt du was? Ich ändere das einfach nochmal und ich gehe auf die Bunisan, auf die Winkelpicker. Und teste das. Da habe ich zumindest nochmal einen Plus auf die Montage. Vielleicht habe ich da einfach mehr Glück. 35 Meter komme ich damit auch raus. Das machen wir auch gleich. So, gesagt, getan. Raus mit den Winkelpickern. Halt, hier gehen wir mal runter. Ich habe jetzt hier Fluorocarbon drauf, wie immer auf meinen Winkelpickern. In dem Fall jetzt gerade Fluorocarbon mit 8, nee, 9,8 Kilo. Jetzt kommt hier nochmal ein 6er Haken drauf. Das haben wir auch. Hier wieder den Clip einstellen. 35 Meter. Zack, Richtung Leuchtturm. Perfekt. Halt. Auch hier natürlich wieder runter. Erstmal auf eine 10 ungefähr. Dann raus damit. So. Alter, 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 alter. Auf einmal geht es hier wieder los, oder was? Auf einmal geht es wieder los. Aber auch wieder nur Kleinscheiß. Das macht mich aber hier. Das macht mich hier aber madig, ey. Das ist ja richtig kleines Gedöns. Wo sind denn die dicken Maren? Wie soll ich denn so meine Super-Trophy kriegen? Jetzt war hier in den Morgenstunden tatsächlich eher ein bisschen Flaute. Beziehungsweise so die Zeit von, ja doch, so von 6 bis 11, 12. Dann zwischendurch so ein paar kleine dran. Aber so richtig der Burner ist es, glaube ich, noch nicht. Guck dir das mal an, Alter. 100 noch was Gramm? Ist doch kein Gewicht. Achter Haken, da stimmt doch was nicht. Ist das Ding vielleicht so super zaghaft? Ich gehe hier nochmal mit einer super, super dünnen. Ich mache das nochmal. Ich gehe hier nochmal mit dem Microbraid dran. Microbraid. 350 Meter Schnur drauf. Warte mal, habe ich nicht was Dickeres hier? Oder mehr Schnur? 450. Ja, das passt. 450 Meter Schnur. Ganz dünn.
Und jetzt gehen wir hier auch nochmal mit einem 12er Haken drauf. So, und dann gib ihm. Und dann gib ihm. Das waren noch nicht mal ganz die 35 Meter. Ganz leicht. Bremse nur eingestellt. So. Was haben wir denn jetzt hier? Ich glaube, es ist gar nicht so easy, die Vorlieben dieser Fische hier rauszukriegen. So was, ne? Das fängst du ja überall und easy und wie auch immer. Da kannst du auch, keine Ahnung, einen halben Schuh ins Wasser halten. Da springt auch so ein olles Rotauge rein. Aber so eine Ripusmarine, ne? Ich glaube, die muss man wirklich überlisten. Ich glaube, die müssen wir wirklich überlisten. So, 2,2 Kilo Fluorocarbon. Zehnerhaken, das lassen wir auch. Auch hier nehme ich jetzt wieder meine 450 Meter Schnur, damit ich ordentlich Schnur habe zum Drillen. Weil im schlimmsten Fall, wenn da jetzt ein Kilo Fisch reinballert, gibt es einen langen Drill. Aber das benutzen wir jetzt so. Auch hier wieder den Clip einstellen. Habe ich bei der anderen gerade gar nicht gemacht. 35 Meter. So, auch so knapp erst hingekommen. Halt, Bremse natürlich wieder einstellen. Schön runter erstmal mit der Bremse bei so einer dünnen Schnur. Und dann hoffen. Warum jetzt nochmal dieser Test mit dieser super feinen Montage, mit diesem Ultra Braid, dieser hauchdünne 0,04 mm starke Schnur? Weil ich zuletzt an dem Spot hier unten oder hier oben, wo es die letzten vor ein paar Wochen halt ganz gut lief, auf die verschiedensten Maränen und Co. Weil ich da mit dem feinen Setup die Walambuckelmaräne zum Beispiel dran hatte. Auch ein super seltener Fisch. Und der war die ganze Zeit bei dem normalen Setup, biss der gar nicht. Und dann einfach mal auf super fein gewechselt. Zack, lief das Ding. Und auch hier geht es auch direkt los. Schon mal ein ganz gutes Zeichen, ne? Warten wir aber noch mal ein bisschen ab. Und dann mal gucken, wie hoch kann ich denn? Guck mal hier, wie krass jetzt die Sprünge sind. Okay. Ja, also bis zu 7 kann ich es hochmachen. Gucken wir mal. Was haben wir denn jetzt? Immerhin eine Ripusmarine, aber wieder super klein. Super klein. Ich habe da noch nicht die Idealkombi anscheinend für. Also weiter rumprobieren, weiter testen. Und wenn ich da was habe, sage ich natürlich gleich Bescheid. Na. Oha, gerade mal den Platz gewechselt. Und was passiert? Erster Auswurf wird schon wild. Die große Frage ist natürlich, was ballert da jetzt so rein? Fühlt sich gut an, macht schon ein bisschen Terz. Mehr bremsen kann ich nicht, sonst geht es sofort durch. Also, das ist das höchste der Gefühle hier gerade. Ich kann einfach jetzt gerade immer nur ein bisschen dagegen halten. Mehr ist gerade einfach nicht drin. Und das ist hier schon hart am Limit. Ich hoffe, dass das passt. Und ich hoffe natürlich, dass es endlich mal eine Ripusmarine ist. Mit ein bisschen Speck an den Rippen. Hier jetzt gerade volles Met ausgeworfen. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut in Richtung oder in diese Richtung jetzt hier sind es eigentlich ca. 60 Meter bis ins ganz Tiefe und ich denke, so weit bin ich nicht gekommen. Würde mich schon ein bisschen wundern, wenn ich mit diesen kleinen Winkelpickerruten 40 Gramm Blei doch noch 60 Meter hier schaffe. Ich denke eher nicht. Aber na, ich sag mal so in Richtung 50 werde ich es bestimmt geschafft haben. 50, 55 vielleicht. Alter Falter. Der hat Bock, der Fisch. Der hat Bock. Wäre nicht so schlecht, Alter. Wenn das jetzt die Ripus wäre, würde ich schon mitnehmen. Die würde ich schon mitnehmen, Alter.
Ich habe überhaupt keinen Plan, was da jetzt rangeht. In die Richtung super selten geangelt. Oh, da geht schon der nächste hier rein. Zieht vor allem auch schön ab. Kopfschläge auch dabei. Könnte schon fast eine Forelle sein, ne? Warte mal ab, Alter. Da ist das gleich so eine olle Seefo oder sowas. Mit 2 Kilo. 2 Kilo Seefo, die mal Bock hatte auf Eintagsfliege. Oh, oder da ist ein fetter Saibling dran. Da wäre natürlich auch nicht schlecht. Würde ich auch mitnehmen. Auf der Suche nach der Ripus Marine, allen schön Saiblingstrophy gefahren. Komm, 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 komm. Mega, Alter. Mega. Oh, der hat aber echt Bock. Der hat aber echt noch Bock. So, jetzt mal schön. Wehrt sich immer noch ordentlich. Schön locker ziehen. Schön locker ziehen. Ich mache jetzt auch nicht schnelles Einkurbeln, sonst ballert die Bremse zu hart rein. Ja, passt genau an der Grenze. Man ganz selten mal so ein Klackern noch. Oh, da kommt er schon an. Nee. Nee. Der. Nee. Alter, ich darf das Barshirt nicht anziehen. Ich darf das Barshirt nicht anziehen. Barsch. Alter. 1,2 Kilo Barsch eskaliert hier komplett, Alter. Uff. Also, neuer Plan auf der Jagd nach der Ripusmarine. Immer noch diese Position. Erstmal komplett ausnutzen und ausschöpfen diese Position. Zwei Routen schön auf Grund. Eine Route ultra light jetzt mit Weckiwurm. Gib ihm. Welcher Weckiwurm jetzt hier der geilste ist? Keine Ahnung. Werden wir testen. Also, ab geht's. Ich will jetzt hier die dicke, fette Ripus. Über 1 Kilo am besten. Ab geht's. Alter, da bimmelt's schon wieder. Das ist bestimmt nur ein Barsch. Weckirig. Immer ein bisschen kurz zuppeln. Alter, da geht's aber echt wild, ey. Da kommst du ja hier nicht mal zum Weckiricken, allen. Nicht dein Ernst. Alter, und ich falle hier schon wieder bald rein. Ha, bis. Ich falle hier wirklich gleich rein. Uff, gerettet. Ist eine ganz fiese Stelle hier. Das ist aber nicht schlecht. Was machen wir denn jetzt hier mit dem ganzen Geraffel? Oder ich muss hier hoch. Ich fall. Oh, doch, hochgekommen. Oh, das ist ja hier ganz. Das ist ja gefährlich, dass hier kein Zaun steht, Alter. Ich fange hier nur Barsch, Alter. Ich werde verrückt. Oha. Der hat wieder Bock hier. Und dann ballert der nächste Barsch rein. Kannst du absolut knicken hier. Zweite Chance. Zweite Möglichkeit. Ab mit dem Boot. Ab. Auf. Weg hier, Rick. Ah, okay. Nächste Position. 29, nee, 26, 76, 29. Ich kann jetzt von hier aus schön einmal die gesamte Area abscannen. Und werde das auch mit dem Vecurig einfach mal testen. Also, auswerfen. Wie ist das Setup zusammengebaut beim Vecurig? Die Würmer werde ich ja alle durchtesten. Die 2,5er Nasty Worms. Und dann habe ich jetzt erstmal einen ordentlich dicken Haken, einen 6er Haken drauf. Ist, glaube ich, der größte mögliche hier für diese Würmer. Und dann 6,8er Fluorocarbon. Relativ entspannt. Bremse machen wir noch ein bisschen runter und dann wird es hier mit dem Wecki-Wurmer so ein bisschen rumgezuppelt. In der Hoffnung auf die dicke Ripus-Maräne. Diese seltenen Fische, die sind aber auch selten. Zack, und da geht auch direkt der erste rein hier. Drei, viermal rumgezuppelt. Bremse kann, glaube ich, einen höher.
Foxy-Renke, auch nicht schlecht. Aber nicht Zielfisch. Also, diesmal in die Richtung. Oha, oha, oha. Oh ja. Yes, da ist er dran. Tja, was soll ich euch sagen, Leute? Was soll ich euch sagen? Ich gehe hier eine Angelmethode durch nach der anderen. Ich will diesen Fisch. Ich will diesen Fisch. Und was bekomme ich? Auch nicht schlecht. Okay, neue Position, neues Glück. Probieren wir mal. Hebebiss war dabei. Und der Fisch hängt. Und es ist... Alter, wieder eine Seefuhr. Ich werde wild. Ich gehe jetzt mal weiter runter. 3,70 Meter scheint mir einfach zu wenig zu sein. 5,20 Meter. Tiefer kann ich nicht. 5,20 Meter. Mehr ist gerade nicht drin. Okay. Schön absinken lassen. Und dann hier nochmal probieren. Die Frequenz oder die Bissrate jetzt hier an der Stelle deutlich besser. Sofort der Anschlag, zumindest im Bereich der 3,70 Meter Tiefe. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob jetzt hier ja auf 5 noch was, ob da auch was geht. Gucken wir mal. Da muss aber jetzt endlich mal die Ripus reinballern. Kann doch nicht sein, oder? Kann doch nicht sein, ey. So, ein bisschen mehr Schnur lassen hier. Jetzt. Und was haben wir dran? Auf 5 Meter noch was Tiefe. Da ist sie wieder. Die Ripus Marene. Endlich wieder da. Endlich hier an den Posen. Oh Mann, ich hoffe, dass da jetzt der Fluch des Barschs endlich von mir ist. Und dass da jetzt noch ein paar schöne, dicke Ripus reinballern. Und es zuppelt auch sofort wieder los. So soll das sein. Nur eine leichte Schwierigkeit jetzt hier tatsächlich mit dem Anschlagen. Vielleicht nehme ich gleich nochmal eine andere Montage. Ja, da haben wir es schon wieder. Eine andere Montageart. Ich bin jetzt hier auf 5,20 Meter. So, einmal eben umgebaut. Zack. Neu auswerfen. Jawohl. Und da geht einer rein hier. Zack. Nochmal anschlagen. Okay. Und. Nee, will noch nicht. Na, will immer noch nicht. Bremse nochmal eins höher. Jetzt. Alter. Wieder eine fette Esche hier. Gar nicht so schlecht. So für auf Bollo bin ich da ganz zufrieden mit. Das wäre ja mal nicht so schlecht, wenn sich, zack, der Zielfisch heute noch, Alter, schon wieder, heute noch blicken lässt hier. Ich kann gar nicht mehr kurbeln. Es heißt jetzt hier nur noch ranziehen. Und es ist aber nicht der Zielfisch, sondern... Also, genug geangelt hier. Stunden, naja, fast hier jetzt verbracht. Das Effektivste tatsächlich, fassen wir es nochmal eben zusammen. Ich werde aber trotzdem noch ein bisschen hier gleich weiter testen. Fassen wir nochmal zusammen. Ich habe jetzt hier an der Stelle probiert, ausgeworfen, auf Grund, mit relativ feiner Montage, einige Ripusmarinen rangeballert, im Haken zwischen 12 und 8, beziehungsweise ja doch. Und 8, würde ich sagen, war ganz gut, allerdings sehr klein. Hier in dem Bereich auch ausprobiert, mit der Pose bis hier hinten hin, mit der Grundrute bis hier hinten hin geworfen, eher Barsche dran gehabt. Hier mit dem Boot rumprobiert, Wacky-Rig, auch nicht so der Burner in dem Bereich. Mit der Pose auch hier zu viele Barsche. Hier jetzt nochmal rumprobiert, war gar nicht so schlecht. Aber noch nicht alles so richtig maßig und auch nicht so richtig ergiebig. Von daher Hilfe, wenn ihr wisst, wie und wo und an welcher Stelle die Ripus Marene zurzeit richtig hart reinballert, reinschreiben in die Kommentare. Petri, ihr alten Bänger, wenn ihr das Video trotzdem irgendwie geholfen hat oder zumindest gefallen, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren, wenn nicht schon längst geschehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Petri.